Willkommen zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute die wichtige Unterscheidung zwischen den zwei Konjunktionen denn und weil. Und zwar mache ich das in vier Schritten. Beide leiten ja Kausalsätze ein. Deshalb definieren wir in einem ersten Schritt, was sind überhaupt Kausalsätze. Dann wenden wir uns in einem zweiten Schritt dem Bindewort weil näher zu. Das heißt, wir schauen, wann verwenden wir weil. Im dritten Schritt definieren wir denn, wann verwenden wir dieses Bindewort. Und im vierten Schritt führen wir die bisherigen Überlegungen zusammen und wenden unser Wissen, das wir uns von Schritt 1 bis 3 angewendet haben, an. Dort entscheiden wir dann pro Satz, verwenden wir jetzt weil oder denn. Beginnen wir in einem ersten Schritt mit der Definition von Kausalsätzen, das betrifft beide Bindewörter. Kausale Nebensätze geben einen Grund oder eine Ursache eines Geschehens an. Das heißt, warum etwas überhaupt geschieht. Und deshalb verwundert es nicht, dass die Fragewörter, um einen Kausalsatz zu erfragen, warum, weshalb und wieso heißen. Im zweiten Schritt wenden wir uns jetzt nun der Konjunktion, man kann hier auch sagen Subjunktion, weil zu. Und dann sehen wir schon den elementaren Unterschied zwischen weil und denn. Weil leitet nämlich einen kausalen Gliedsatz ein. Gliedsätze sind Sätze, die nicht alleine stehen können und ist daher ein Bestandteil eines Satzgefüges. Ein Beispiel dazu: Sie ist sehr traurig, das ist der Hauptsatz. Und im Nebensatz geben wir den Grund für die Traurigkeit an, weil ihre Katze gestorben ist. Gliedsätze erkennt man daran, dass sie nicht alleine stehen können und dass das Prädikat am Ende steht. Und das haben wir hier, ihre Katze gestorben ist. Der Satz kann nicht alleine stehen und das Prädikat ist am Schluss, gestorben ist. Zusammenfassend, weil als Konjunktion oder Bindewort verwenden wir immer im Rahmen eines Satzgefüges. Und weil leitet im Rahmen dieses Satzgefüges einen kausalen Gliedsatz ein. Kommen wir nun zum Gegenpart zu denn. Denn leitet im Gegensatz zu weil nicht einen Gliedsatz ein, sondern einen kausalen Hauptsatz. Und das ist das Unterscheidungsmerkmal. Weil Gliedsatz und denn einen Hauptsatz und ist in diesem Fall Bestandteil einer Hauptsatzreihe. Auch hierzu ein Beispiel. Wir treffen heute Monika, das ist der Hauptsatz, denn sie ist in der Stadt. Ebenfalls ein Hauptsatz und kein Gliedsatz, weil der Satz sie ist in der Stadt, der kann auch alleine stehen. Und das Prädikat ist hier an zweiter Stelle. Und das ist das Merkmal eines Hauptsatzes. Und beides zusammen ergibt eine Hauptsatzreihe. Zusammengefasst kann man sagen, das Bindewort denn leitet einen kausalen Hauptsatz ein und ist daher Bestandteil einer Hauptsatzreihe. Kommen wir nun zur Anwendung, ob wir denn oder weil einsetzen. Und wenn wir uns den ersten Satz anschauen, morgen kommt Ivan nicht in die Schule, er ist krank. Hauptsatz, morgen kommt Ivan nicht in die Schule, er ist krank, das deutet darauf hin, der Satz kann alleine stehen, also ist ebenfalls ein Hauptsatz, ich habe es hier in der Klammer dazu geschrieben. Hauptsatz heißt, das Einleitewort ist hier denn. Alles zusammen ist in diesem Fall eine Hauptsatzreihe. Erkennbar, er ist krank, kann alleine stehen. Nächster Satz. Wir sind sehr froh, dann das Fragezeichen, wir in unser Haus umziehen können. Und wenn ich das schon ausspreche, wir in unser Haus umziehen können, dann merken wir, das ist ein Gliedsatz. Der Satz kann nicht alleine stehen, der klingt komisch. Weiteres Merkmal, Prädikat steht am Schluss, umziehen können. Richtiges Bindewort hier, weil. Beides zusammen ergibt ein Satzgefüge.
die nächsten zwei Sätze, sie sehr müde war, ging sie früh schlafen. Auch hier hört man das schon, darum sollte man die Sätze vielleicht immer leise oder halblaut vorsprechen, dann kommt man aufgrund des Hörens zur Lösung. Sie sehr müde war, da höre ich, das ist ein Gliedsatz, da kann nicht alleine stehen. Das Prädikat steht am Schluss, ein weiteres Erkennungsmerkmal. In diesem Fall kommt hier als Lösung, weil. Und beides zusammen ist ein Satzgefüge, weil leitet einen Gliedsatz ein. Martin ist traurig, er seine Arbeitsstelle überraschend verloren hat. Und auch hier hören wir schon die Lösung. Er seine Arbeitsstelle überraschend verloren hat, der Satz kann nicht alleine stehen. Deshalb handelt es sich hier auch um einen Gliedsatz. Und Gliedsätze werden mit weil eingeleitet. Auch hier beides zusammen ein Satzgefüge. Noch zwei Sätze. Sie fahren nicht gerne mit dem Bus, Sie bekommen selten einen Sitzplatz. Und hier hört man, Sie bekommen selten einen Sitzplatz. Der Satz kann alleine stehen. Es handelt sich hier auch als zweiter Teil ebenfalls um einen Hauptsatz. Und Hauptsätze kausal werden mit denn eingeleitet. Beides zusammen ergibt eine Hauptsatzreihe. Nächster Satz. Sein Auto in der Werkstatt ist, fährt Don heute mit dem Zug zur Arbeit. Sein Auto in der Werkstatt ist, auch hier hört man es wieder, das kann nur ein Gliedsatz sein, das klingt nicht so, dass der Satz alleine stehen kann. Und ein weiteres Merkmal, das Prädikat ist an letzter Stelle. Gliedsatz heißt, das Einleitewort ist weil. Beides zusammen ist wieder ein Satzgefüge. Und der letzte Satz, ich fahre im Frühling nach Paris, dort ist es zu dieser Jahreszeit wunderschön. Der Satz, dort ist es zu dieser Jahreszeit wunderschön, der Satz kann auch alleine stehen. In diesem Fall handelt es sich um einen Hauptsatz. Und Hauptsätze werden mit denn eingeleitet. Beides zusammen ergibt wieder eine Hauptsatzreihe. Das war ein Überblick über die Unterscheidung von weil und denn. Weil verwenden wir immer dann, wenn ein Gliedsatz eingeleitet wird. Denn verwenden wir immer dann, wenn ein Hauptsatz eingeleitet wird. Und es ist relativ einfach zu unterscheiden. Wir müssen nur die Sprech- und Hörprobe machen. Wir hören das, ob ein Satz alleine stehen kann. Wenn er alleine stehen kann, dann ist es ein Hauptsatz, dann verwenden wir den. Wenn der Satz nicht alleine stehen kann, dann ist es ein Gliedsatz, dann verwenden wir weil. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen, diese Thematik zu verstehen. Ich würde mich freuen über ein Abonnement und um einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video und viel Erfolg damit in der Schule.